recht herzlich hier in unserem Realmarkt wieder, wie jedes Jahr zur fünften Jahreszeit. 11:11 Uhr, pünktlich wie auf der Minute. Und ich glaube, noch mal 100 Leute mehr wie sonst. Ne? Fast komplett keine Ausfälle. Prinzessin fit, Kinderprinzipal fit. Alle gesund. Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer Karnevalsveranstaltung hier im Realmarkt und begrüße unser Prinzenpaar. Einmal zur rechten meiner Seite Prinz Michael II. Mit einem ganz kräftigen Bogen. Bogen. Real. Und an seiner rechten Seite unsere Prinzessin. Prinzessin Beate III. Auch hier das gleiche. Bogen. Real. Bogen. Unser Kinderprinzenpaar, auch zu meiner Rechten, das ist einmal Sascha, der Erste. Auch hier ein dreifaches Bokel. Real. Bokel. Ohne Brille geht das nicht. Wiebke, die Erste, zu meiner Rechten. Genau. Ist ja nicht schlimm. Jetzt bei. So, auch hier ein dreifaches. Bocket. Real. Bocket. So, meine Damen und Herren, wir machen jetzt weiter im Programm. Ich übergebe das Mikrofon an den Timo. So. Herr Vetter, vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, hier im Realeinkaufszentrum. Ich darf Sie im Namen des Bürgerausschusses zur Förderung des Hohler Karnevals ganz herzlich begrüßen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Samstag, guten Morgen. Ja, wir haben Sie mitgebracht, die Brochelter Qualitäten, groß und klein. Sie können sich gleich selber vorstellen, werden ein paar Begrüßungsworte an Sie richten. Dann werden Sie noch Ihre wunderbaren, hervorragenden und besten Karnevalslieder dieser Session vortragen. Und dann habe ich gehört, und das sage ich jetzt schon mal danke für den Wochener Karneval, werden Sie hier ein Einkaufsspiel machen. Das werden wir dann irgendwann ummünzen. Wir heißt also die Prinzenpaare in Kamelle, die Sie dann am Rosenmontag von Ihren beiden Wagen runterschmeißen können mit beiden Händen. Und deswegen nochmal recht herzlichen Dank an das Haus Real für diese Unterstützung, sodass wir eben am Rosenmontag auch genügend Kamelle für den Narren am Straßenrand haben. Sie haben genug geliefert. Das ist also die Einladung an Sie, meine Damen und Herren, am Rosenmontag auf die Straße zu kommen und sich den Rosenmontagszug anzuschauen. Ich gebe dann das Mikrofon an den lieben Michael und hau rein. Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Natürlich ein Dankeschön an das Haus Real, dass sie diese Veranstaltung machen. Wir müssen jetzt gleich mit Einkaufswegen hier durch die, wir kriegen eine Einkaufsliste und müssen hier durch die Regale sausen und die Sachen einsammeln. Ich werde wahrscheinlich benachteiligt sein, weil ich gehört habe, meine Prinzessin hat die letzten Tage hier im Real verbracht und hat hier also schon einige Regale begutachtet, wo vielleicht die Sachen liegen können, die aber gleich auf ihrem Einkaufszettel stehen. Aber ich freue mich natürlich, wir werden gleich unser Sessionslied singen. Das kleine Kinderprinzenpaar. Das Kinderprinzenpaar singt gleich. Warum Sie sich jetzt gefreut haben, ich verspreche mich, ich darf nicht kleines Kinderprinzenpaar sagen. Kinderprinzenpaar ist okay, aber nicht dieses andere Wort davor. Aber ich finde es klasse, dass so zahlreiche Leute hier sind. Wir freuen uns, wie gesagt, und nochmal, Herr Peter, vielen Dank für diese Aktion. Und wir haben natürlich auch noch was für Sie dabei. Meine Prinzessin würde Ihnen gerne unseren Sessionsorden überreichen. Gut, erst den Teller mit unserem Sessionsorden abgebildet.